Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village aus Colchester, einem kleinen Ort auf einer kleinen Insel in einem großen, weiten, unbekannten Meer. Wir haben in der letzten Folge den Bau unserer Mühle gestartet. Ein Projekt, was ich für dieses Jahr hier in Colchester eigentlich in Angriff genommen habe, in der Hoffnung, dass wir dann ab nächstes Jahr die Bäckerei bauen können und dann endlich Brot backen. Das wäre schön, weil ich grob glaube, so Brot ist ertragreicher als Kartoffeln. Ja, okay, geht so. Kann die Bäckerei dann noch Fischauflauf und Fleischpastete backen? Obstkuchen? Obstkuchen wäre natürlich genial, weil der hat richtig viel Kilokalorien, der ernährt gut. Ich bin mal gespannt. Aber, oh, ein Baby wurde nochmal geboren, das ist ja schön. Aber es ist natürlich noch eine ganze Weile hin, bis wir die Bäckerei tatsächlich bauen können. Weil erstmal Großprojekt Mühle. Kann gerade mal schauen, wie da der Stand ist. Wir haben wir zu wenig Lehm. Heu haben wir genug. Das müssen wir aber nächstes Jahr dann wieder anpflanzen. Holz haben wir noch nicht genug. Erz auch nicht. Stein haben wir zumindest genug auf Lager. 40 Lehm, 10 haben wir noch. Okay, das passt. Müssen wir dann aber für die Bäckerei auch wieder Lehm abbauen. Weil wir sonst zu wenig haben. Oh, die Gemüse-Dings ist ganz schön ins Minus gegangen. Ein Gebäude brennt. Hoppla! Bitte löschen. Ist gut, dass der Brunnen nicht weit weg ist. So können die nämlich schnell löschen. So, ich definiere gerade mal den Holzfäller hier als Sammler. Und den Kollegen da auch als Sammler. So, Haus ist wieder da. Hat zwar noch ein kleines Loch im Dach, aber das kriegen die schnell wieder hingezimmert. Im Moment tatsächlich unbewohnt, okay. Wahrscheinlich bis es dann repariert ist wieder. Aber er zimmert ja schon munter drauf los. So, da ist das Dach wieder repariert. Unsere Kartoffeln wachsen und gedeihen.
Die Bienen arbeiten, die Hühner ebenso. Und der Flachs wird abgebaut, okay. Können wir vielleicht zwei Ernten einfahren? Du bringst Obst. Obst ist immer gut. So. Heu fehlt uns noch, das haben wir aber. Holz ist das größere Problem und Erz auch. Grüß Gott, Herr Jägersmann. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn die gebaut wird. Freue ich mich drauf. Aber es ist halt auch schon ein ordentliches Projekt, was sie da stemmen müssen. Ein Baby wurde geboren. Sehr schön. Ist dann die Frage, ob als nächstes die den Steinbruch in Angriff nehmen. Oder doch erst die Bäckerei und die Steine versuchen noch so zusammenzukriegen. Was bringst du? 13 Fleisch, das ist gut. Ich könnte jetzt noch einen Jugendlichen gebrauchen. Der noch dem Baumeister hilft. Es wäre so kein Fehler. Und nächstes Jahr für das Heu müssen wir definitiv ein weiteres Feld bauen. Da können wir also nicht auf den bestehenden Feldern irgendwas machen. Das kann ich eigentlich schon mal definieren, ne? Da wollte ich doch hin. Einer? Einer ist gut. Können wir da nämlich das Heu drauf anbauen. Der jugendliche Quinn ist älter geworden und kann jetzt mit der Arbeit beginnen. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier einen Helfer mehr. Den werde ich jetzt erst einmal auch nicht anderweitig einsetzen, denn soll Material besorgen. Wir brauchen viel Holz und viel Erz. Schon mal markieren. Muss ja alles abgebaut werden. Und dann müssten wir vielleicht mal schauen, dass wir mit dem Dorfmeer noch in die Richtung kommen. Was natürlich insofern ein Problem ist, dass wir da unsere Sammlerhütte haben. Oder wir gehen in die Richtung hier. So da um die Bucht rum. Könnten wir ja auch nochmal eine Fischerhütte machen. Schauen wir mal. Ja, das wäre schön, wenn die hier zwei Ladungen kriegt. Was ist das? Das sieht eklig aus.
Was habt ihr da hingelegt? Ach so, das ist von der Jäger. Okay, von der Jägerin. Okay, Fleisch. Da hat sie irgendein Tier erlegt. Aber eklig sah es trotzdem aus. Ein Pilz. Wobei Pilz in der Farbe sollte man nicht unbedingt essen. Was ist das denn für eine Pflanze? Die sieht ein bisschen gruselig aus. Wir sind 42 Personen. Das ist eine Menge. Das muss ich mal anmerken. Nicht, dass wir hier wieder Gefahr laufen und den Hungertod zu sterben. Und wir können hier aus den Bäumen noch einiges rausholen. Da brauchen wir eigentlich noch einen zweiten Bauern für. Sollten wir da noch bei Zeiten mal einsetzen. Könnte ich eigentlich gerade mal machen. Aktuelle maximale Anzahl Personen im Gebäude. Schauen wir gerade mal Obst bauen. So, machen wir 3. Der ist auf 1 reduziert, ne? Genau. Dann kann der hier nämlich richtig loslegen. Ja, ich habe es den einen Jugendlichen dann doch anderweitig eingesetzt, aber wenn ich mir anschaue, wie die Nahrungsvorräte zu Neige gehen, wird mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst und Bange. Das Baugebiet muss noch freigestellt werden. Ich glaube, dann pausieren wir gerade hier mal, dass sie das Feld erstmal bauen. Wobei, Quatsch. Können wir zur Not auch im Sommer noch, im Winter noch. Weil dieses Jahr wird das eh nichts mehr mit dem Feld. Baust du nochmal an? Früher haben sie das ja immer gemacht. Ich weiß nicht, ob das inzwischen behoben wurde. Sieht aber nicht so aus, als täte sie es machen. Das ist eigentlich ja ganz gut. Ist kein Fehler. Müssen wir mal ein wenig im Auge behalten. Jäger geht zur Arbeit. Die Jägerin nicht. Heu, ja, das wird aber... Da hatten wir genug von daher, das ist gerade irgendwo auf dem Weg hierher, vermute ich. Holz und Erz, das sind so die zwei Positionen, wo es noch richtig klemmt. Sie ist die Bäuerin, glaube ich, oder? Ja, sehr schön. Dann brauche ich die nicht mehr pausieren. Dann fangen die nicht einfach wieder von vorne an zu bestellen. Da geht die Ernte auch los bei den Kartoffeln, das ist gut.
Das ist sogar sehr gut. Ah, hier haben sie zumindest jetzt mal das Feld geräumt. Okay. So. Das Holz hättest du eigentlich gleich da lassen können, mein Lieber. Das brauchen wir hier nämlich. So, die bewässern hier zu zweit. Dem anderen könnten wir auch nochmal zwei zuordnen eigentlich. Also einen zweiten noch. Was sind eigentlich beides Felder für zwei Bauern? Aber, ja. Dann kriegen wir dann einigermaßen was an Obst zusammen. Ach, der hier hat neu angepflanzt. Stimmt. Da gibt's dieses Jahr gar nichts. Oh. Oh oh. Hoffentlich geht das gut. Immer so das Problem, dass sie das erste Jahr nicht tragen, die Obstbäume. Das Kind Keanu ist älter geworden und kann jetzt mit der Schule beginnen. Und der jugendliche Giant ist älter geworden und kann jetzt mit der Arbeit beginnen. Sehr schön. Das ist sehr schön. Wieder eine Arbeitskraft mehr. Da ist noch ein bisschen Platz. Und das passt. Die Frage ist, meine Fische gibt es ja noch haufenweise. Wenn die hier am Meer sind, werden sie... Versiegt die Quelle auch mal irgendwann, oder? Das ist noch die große Frage. Hm. Holz. Ein Baby wurde geboren und wir haben 43 Bewohner. Ist schon ein bisschen erschreckend, wie sehr die Zahl steigt. Es kommt halt sehr verzögert nach, bis sie da noch arbeiten können. Das ist noch so ein wenig das Problem. Mühle müssen wir eventuell dann doch nochmal jetzt im Winter oder so pausieren, dass die nicht das ganze Holz dafür verballern und dann kein Holz mehr zum Heizen haben. Aber das warten wir nochmal ab. Noch haben sie genug, was sie fällen dürfen. Hat die doch nochmal angepflanzt? Ich dachte, sie macht es nicht. Okay, dann müssen wir das aber ein bisschen im Auge behalten. Ich meine, der ist ja schnell wachsend, der Flachs. Dann kann sie zeitnah an, also rechtzeitig noch anfangen wieder zu ernten. Müssen wir dann halt manuell anstoßen.
Ein Tornado wurde in der Nähe deines Dorfes gesichtet. Hallo? Tornado? Scheint weg zu sein. Okay, das sind also die Katastrophen, die eintreten können. Ich habe das ja aktiviert, dass die Katastrophen, dass es welche geben kann. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, egal. Wir wollen ja die Herausforderung. Er wächst, das ist schon mal gut. Fällt hier eigentlich überhaupt noch irgendeiner Bäume? Das macht gerade nicht den Eindruck. Eigentlich müssten wir, wenn ich das richtig weiß, zwei Leute haben, die das tun können. Genau, die Hilfskraft und der Baumeister nämlich. Da kann noch gefällt werden. Wo ist denn der Giant? Wo wohnst denn du? Da. Ah, der transportiert Steine, okay. Ah ja, okay, ich habe nichts gesagt. Ja, klar, die Steine müssen ja auch noch dahin transportiert werden. 150 an der Zahl. 40 sind bis jetzt dort, okay. Und der Baumeister macht vermutlich Ähnliches, oder? Ja, er trägt auch Steine. Gut, dass dann keiner Bäume fällt, ist klar. Die 150 Steine wollen dann natürlich erstmal hintransportiert sein. Dem stimme ich schon zu irgendwo. Ah, der Flachs wächst noch. Kartoffeln werden kräftig geerntet, das ist sehr schön. Der Wahnsinn, wie die Anzahl an Personen wächst. Es ist wirklich eine gebärfreudige Gesellschaft. So, und wie ich sehe, ist die Folge ja auch schon längst wieder um. Deswegen sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen wieder mit dabei, wenn wir unsere Colchester in den Winter begleiten. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen.